Ärgerst du dich über eine hässliche Vignette oder über Staubflecken auf deinen Astroaufnahmen? Beides lässt sich in der Fotografie nicht ganz vermeiden. Im heutigen Tutorial erfährst du, wie du beides mit Kalibrieraufnahmen, den sogenannten Flats, beseitigen kannst. Es geht darum, wie du gute Flats erstellst und wie du die Bilder damit korrigierst. Gute Flats sind die wichtigsten Kalibrierframes. Im Tutorial Rauschen in Astrofotos minimieren habe ich euch bereits in das Kalibrieren mit Darks und Bias eingeführt. Heute gehen wir einen Schritt weiter und zwar mit den Flats, die uns helfen können, die Vignette und Donuts, die durch Staubkörner verursacht werden, zu eliminieren. Wie das geht, erfahrt ihr von mir, von Angelika. Zu Beginn stelle ich euch vor, worum es sich bei der Vignette überhaupt handelt. Anschließend geht es darum, Flats aufzunehmen, und zwar mit Spiegelreflex- und Systemkameras und um die Kameraeinstellungen. Im letzten Video habe ich bereits darauf hingewiesen, dass wir mit Sequiter nicht optimal kalibrieren können. Deshalb werde ich heute ein anderes Programm vorstellen, den Deep Sky Stacker. Abschließend will ich mit einem Überblick über den Workflow zum Kalibrieren. Bevor wir in die Praxis einsteigen, ein paar erklärende Worte zur Vignette. Zu Demonstrationszwecken habe ich ein Bild des in 2021 auf La Palma ausgebrochenen Vulkans gewählt. Links ohne Vignette, mit Lightroom habe ich im rechten Bild eine künstliche Vignette erzeugt. Sie drückt sich darin aus, dass der Rand, insbesondere an den Ecken, abgedunkelt ist. Bei Landschafts- und Astrolandschaftsaufnahmen kann man den Effekt einsetzen, um den Blick des Betrachters stärker auf das Motiv zu lenken. Bei Astrofotos ist sie dagegen unerwünscht. Ganz im Gegenteil, wünschen wir uns einen sogenannten flachen Hintergrund. Leider lässt sich die Vignette in optischen Systemen nicht ganz vermeiden, obwohl sie bei modernen Kameras und Objektiven nur noch gering ist. Sie entsteht dadurch, dass periphere Lichtstrahlen, die sich in extremen Winkeln bewegen, ganz oder teilweise blockiert werden. Ich habe auf Wikipedia eine kleine Animation gefunden, die diesen Effekt anschaulich macht. In den Kommentaren findet ihr einen Link direkt zum Video. Das bedeutet also, dass nicht kalibrierte Lights eine Vignette zeigen. In der Astrofotografie brauchen wir viel Licht und öffnen deshalb die Blende. Zu allem Überfluss führen größere Blenden zu einer stärkeren Vignettierung. Ihr seht den Effekt hier in einer Einzelaufnahme des Leo-Triplets. Bitte stört euch nicht an der roten Farbe. Sie ist dadurch entstanden, dass ich eine astromodifizierte Kamera verwendet habe. Um die Vignette zu beseitigen, nehmen wir also Flats auf. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass auch Schatten von Staubkörnern, die sich im Strahlengang befinden, entfernt werden. Diese werden im Englischen Donuts genannt. Bevor wir zu den Aufnahmebedingungen der Flats kommen, ein kurzer Werbeblock. Interessierst du dich für Wandbilder mit Landschaftsaufnahmen aus dem Harz oder anderen europäischen Regionen? Für Astrolandschaftsaufnahmen? Oder Aufnahmen von Deep Sky Objekten? Dann schau doch mal bei www.cellapix.de vorbei. Kommen wir zu den Aufnahmen der Flats. Kamera und Objektiv sollten in der Position verbleiben, in der ihr die letzten Lights aufgenommen habt. Auch die Sucherabdeckung bleibt auf ihrem Platz. Zwischen den Lights und den Flats darf keine Sensorreinigung erfolgen. ISO und Fokus dürfen nicht verändert werden. Die Temperatur spielt keine Rolle. Ihr könnt die Flats bei gleichmäßigem Sonnenlicht oder mit einer Lichtquelle aufnehmen. Nach wie vor ist die T-Shirt-Methode ganz beliebt. Spannt ein weißes, knitterfreies T-Shirt über die Gegenlichtblende. Ihr könnt es zum Beispiel mit einem Gummiring befestigen. Entweder nehmt ihr die Flats im Sonnenlicht auf oder ihr bestrahlt das mit dem T-Shirt bedeckte Objektiv mit einer diffusen Lichtquelle. Wer die T-Shirt-Methode nicht mag, kann im Fachhandel Flatfield-Folie beziehen
oder entsprechende Artikel bis hin zur Flatfield-Box. Die kleinen Boxen haben teilweise Batterien, die anderen eine Stromversorgung über den Zigarettenanzünder im Auto bzw. einen entsprechenden Akku. Sie garantieren eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Damit alle Fehler erkannt werden, dürfen Flats nicht unter- oder überbelichtet sein. Mit Spiegelreflex- oder Systemkameras könnt ihr Kamera und Objektiv in den A-Modus bei Nikon oder den AV-Modus bei Canon stellen und so automatisch die Belichtungszeit messen. Die anderen Kameraeinstellungen bleiben dabei unverändert. Die Belichtungszeit verdoppelt ihr, merkt euch das Ergebnis und geht wieder in den manuellen Modus. Dort stellt ihr das Ergebnis als Belichtungszeit ein. Wie auch bei den Darks und Bias sind 15 bis 30 Flats sinnvoll. Am einfachsten erstellt ihr sie mit einer Fernbedienung oder der Intervallfunktion der Kamera. Neben den Lights habt ihr jetzt folgende Kalibrieraufnahmen: Darks, Bias und Flats. Was die Darks und Bias angeht, verweise ich nochmals auf das Video Rauschen in Astrofotos minimieren. Jetzt brauchen wir nur noch eine Software, mit der wir die Lights zusammen mit allen Kalibrieraufnahmen stacken können. Als solche möchte ich euch den Deep Sky Stacker vorstellen. Es handelt sich um eine Freeware, welche die RAW-Formate der meisten Kameras unterstützt. Solltet ihr dabei Probleme haben, wandelt eure Dateien, zum Beispiel in Kamera RAW, ins TIFF-Format um. Den Deep Sky Stacker könnt ihr von der Website mit der entsprechenden Bezeichnung herunterladen. Den Link gibt es in den Kommentaren. Den Download-Button findet ihr in der linken Menüleiste. Lasst euch nicht davon stören, dass hier die Version 4.2.6 angegeben ist. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist die Version 5.1.5 die aktuelle. Ihr werdet auf eine weitere Seite geleitet, auf der ihr ganz nach unten scrollen müsst, um zum Download zu gelangen. Dort wählt ihr DSS Setup Exe aus und der Download beginnt. Die Datei findet ihr in eurem Download-Ordner. Je nach Einstellung des Computers gibt es manchmal noch einen Hinweis von Windows. Wenn ihr wie ich dem Deep Sky Stacker vertraut, wählt weitere Informationen und trotzdem ausführen. Ich habe McAfee als Virenschutz auf meinem Rechner laufen, sodass ich der Windows-Meldung nicht die höchste Priorität gebe. Jeder muss natürlich für sich selbst, für seine oder ihre Virensicherheit sorgen. Das ist nicht das Thema dieses Videos. Wenn ihr dann noch den Lizenzbedingungen zustimmt, beginnt die Installation. Nach der Installation findet ihr zwei neue Icons auf eurem Bilddesktop. Das linke davon ist der Deep Sky Stacker, das Programm. Durch Klicken öffnet es sich. In anderen Videos habe ich bereits darauf hingewiesen, dass es sich lohnt, alle Aufnahmen vor dem Stacken zu kontrollieren. Ich persönlich mache das in Bridge, aber auch andere Programme sind geeignet. Dabei lösche ich die Aufnahmen mit Wolken und Sternen, die nicht rund sind. Solche mit Flugzeug- und Satellitenspuren könnt ihr drin lassen. Sie werden von den Stacking-Programmen automatisch entfernt. Das hat den Vorteil, dass ihr dann alle ausgewählten Fotos stacken könnt. Und zwar beginne ich mit den Lightframes, indem ich oben links auf Lightframes öffnen klicke. Und schon bin ich in meinem Ordner mit den Lightframes, gegebenenfalls müsst ihr dorthin navigieren, markiere alle Lightframes und sage Öffnen. Wenn ich weiß, wie viele Lightframes ich habe, kann ich hier unten erkennen, ob alle geöffnet sind. Bei mir sind es 149 und das stimmt. Dann gehe ich mit den Darkframes genauso vor, gehe wieder mit einmal in meinen Ordner, durch Doppelklick öffne ich Dark und markiere alle Darkframes, sage wieder Öffnen. Meine 15 Darkframes sind geladen, also kann ich weitermachen mit den Flats. Auch sie lade ich. Meine 20 Flatframes sind geladen. Um die Dark Flatframes braucht ihr euch aktuell noch nicht zu kümmern, das ist eine Sache für Fortgeschrittene, sondern ihr geht zu den Bias Frames, sie werden auch Offset Frames genannt. Und wieder wähle ich meine
Bias-Frames auf und sage Öffnen. Meine 20 Bias hat DeepSky-Stacker importiert. Nun ist wichtig, dass bei allen Bildern, die ihr verwenden wollt, hier die Häkchen gesetzt sind. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, könnt ihr auf Alle auswählen klicken, dann werden alle Bilder ausgewählt. Als nächstes möchte ich meine Bilder registrieren. Registrieren bereits registrierter Bilder spielt nur eine Rolle, wenn ihr das Programm zum wiederholten Mal laufen lasst, aber es schadet auch nichts, wenn das Häkchen gesetzt ist. Ein weiterer Fehler, den der DeepSky-Stacker beseitigt, sind die Hotpixel. Deshalb lasse ich auch hier das Häkchen. Und ihr könnt die Bilder gleich stacken nach der Registrierung, aber ihr könnt auch erstmal nur registrieren und müsst dann später auf ausgewählte Bilder stacken klicken. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, dass eure Bilder okay sind, könnt ihr hier sagen, ich möchte nur 80% meiner Lights zum Stacken auswählen. Darks, Flats und Bias werden immer 100% genutzt. Dann gibt es empfohlene Einstellungen. Wenn alles grün und blau ist, wie in meinem Fall, braucht ihr nichts zu tun. Gibt es rote Hinweise, dann kann man mal nachgucken. Also ich habe 149 Lightframes gesetzt und ich kann mich entscheiden, mit welcher Methode ich das stacken will. Ich überlasse dem DeepSky-Stacker die Wahl und sage Kappa Sigma Clicking ist die Methode, die ich verwenden will. Und dann sage ich OK. Bei den Stacking-Einstellungen kann ich auch noch mal klicken. Gewöhnlich steht das Programm in Standard-Modus. Ich habe aber festgestellt, dass im Mosaik-Modus gewisse Randbereiche, wo sich die Bilder nicht ganz überlappen, besser entfernt werden. Deshalb lasse ich das dabei. Alle anderen Einstellungen könnt ihr euch hier oben nochmal anschauen. Auch diese würde ich nicht verändern. Bei der Kosmetik sage ich Erkennen und Entfernen verbliebener Hotpixel. Das ist nicht immer angehakt. Und ich setze hier einen Schwellenwert von 50, der ist bereits vorgeschlagen und den lasse ich auch so. Hier wird noch bei Ausgabe gefragt, wo ihr das fertige gesteckte Bild und korrigierte Bild ablegen wollt. Ich lasse es einfach in meinen Ordner der Referenzframes. Wollt ihr das nicht, müsst ihr auf Ausgabedatei erstellen in und hier einen Ausgabeordner auswählen. Ich will das aber nicht, deshalb gehe ich wieder zurück aus Ausgabedatei im Ordner der Referenzframes und sage jetzt OK. Das Registrieren und Stacken kann beginnen. Der DeepSky-Stacker zeigt euch immer an, welche Schritte gerade bearbeitet werden. Aktuell sind es hier die Offsets und er hat bereits 68 von 77 Fotos mit den Offsets kalibriert. Ihr braucht etwas mehr Geduld als beim Sekwitter. Der DeepSky-Stacker führt ja schließlich auch mehr Arbeitsschritte aus. Zeigt euch aber dann das fertig gesteckte Bild an, welches ihr auch in dem von euch festgelegten Ausgabeordner findet. Es ist noch recht kontrastlos, wie üblich nach dem Stacken, aber was für mich sehr erfreulich ist, er hat schon den größten Teil meines Rotstiches entfernt. So viel zum DeepSky-Stacker. Bevor ich zum Workflow komme, möchte ich noch auf zwei Einwände eingehen, die hin und wieder vorgetragen werden. Erstens, die Vignette kann ja schon in der Kamera entfernt werden. Nein, das stimmt nicht so. Diese Korrektur der Kamera wirkt sich leider nur auf die JPEGs aus, die ja im Display angezeigt werden, aber nicht auf die RAWs. Zweitens, die Vignette kann in der späteren Bildbearbeitung entfernt werden. Darauf antworte ich mit Jein. Ja, da gibt es Möglichkeiten, aber das Ergebnis ist nicht so gut, als wenn ihr die Lights direkt mit den Flats korrigiert. Sind da noch Reste vorhanden? Dann könnt ihr sie sicherlich später noch entfernen. Der besseren Übersichtlichkeit halber habe ich den Workflow für die Astrofotografie noch einmal zusammengestellt.
Ihr nehmt so viele Lights auf, wie ihr braucht, um ein gutes Signal-Rauschen-Verhältnis zu gewährleisten. Die exakte Anzahl hängt sowohl von den Aufnahmebedingungen als auch von eurer Ausrüstung ab. Probiert es einfach aus. Dann die Kalibrieraufnahmen. Darks, Bias und Flats, jeweils 15 bis 30 Fotos. Lights und Kalibrieraufnahmen werden gestackt, zum Beispiel im Deep Sky Stacker. Anschließend müsst ihr den Hintergrundgradienten entfernen, welcher durch Lichtverschmutzung und Ähnliches entsteht. Dazu könnt ihr GrexPad verwenden. Das Programm habe ich bereits in einem Tutorial über die Plejaden vorgestellt. Eine einfache Bildbearbeitung ist bereits in GrexPad möglich. Für eine ausgereiftere könnt ihr zum Beispiel Photoshop verwenden. Die Bearbeitung von Astrofotos in Photoshop habe ich noch nicht erläutert. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt es bitte in die Kommentare. Damit bin ich auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Hat es euch gefallen? Dann bitte ich um ein Like. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Kalibrieren eurer Astrofotos.